Guten Morgen. Ich muss ein bisschen leise reden, weil der Rest schläft noch. Es ist jetzt morgens 4:30. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Mal schauen, was für Würmer ich fange. Ich gehe heute ein paar Aufnahmen machen im Dunkeln. Heißt Lichter fotografieren mit der Großformat. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ich habe 6 Aufnahmen dabei. Ich habe vormal 100 geladen. Und mal schauen, was mich hin verschlägt. Im Hintergrund seht ihr noch den Weihnachtsbaum. Und hier den Rucksack, der mich begleitet. Bis später. Ich bin mal am ersten Ziel angekommen. Im Hintergrund seht ihr die Treppe, die beleuchtet ist. Das ist beim Zürcher Kongresshaus. Ich werde mal schauen, was ich da rauskriege, ob sich das überhaupt lohnt. Und werde mal aufbauen und dann sehen wir uns wieder. Als ich euch die erste Einstellung zeigte, waren da oben diese Lichter hier, waren noch nicht an. Das habe ich nicht gewusst. Hier seht ihr die Kamera aufgebaut. Ich werde euch mal hinnehmen und den Bildausschnitt zeigen. So sieht der Bildausschnitt aus. Und ich werde mal 2 Minuten belichten bei Blende 16. Und ihr werdet dann das Ergebnis sehen. Ich sehe es ja jetzt nicht. Hier bin ich an der zweiten Location, das ist das Opernhaus. Ihr werdet mich wahrscheinlich nicht sehen, es ist recht düster, aber hier im Hintergrund seht ihr das Opernhaus rot beleuchtet. Mal schauen, wie das kommt. Ich habe ja Schwarz-Weiß-Film drin, also vom Rot werdet ihr in dem Sinn nichts sehen. Ich mache jetzt noch eine Aufnahme von dieser Seite. Mal schauen, wie das kommt. Alles unter Polizeischutz, weil da hinten stehen 2 Polizeiautos. Muss ich mir also keine Sorgen machen, dass mir hier was passiert. So, ich bin wieder zu Hause. Es war arschkalt. Hände und Füße sind fast abgefroren. War so 0, 1 Grad höchstens. Mal schauen, wie die Bilder geworden sind. Ich werde sie nachher entwickeln und eins kennen und dann werdet ihr auch sehen, was dabei rumgekommen ist, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Viel Spaß!